Hallo, willkommen. Heute sind wir im Bunker. Vor ein paar Tagen stand ich mit dem Georg in diesem Bunker. Meist mal Probeschwung, schön breit stehen. Und das war ein Kurzspielkurs. Und was man erstmal sagen muss, ist, dass der Georg am Anfang des Kurses richtig Schwierigkeiten hatte mit seinen kurzen Spielen. Und dann plötzlich hat etwas geklickt. Und ich möchte dir kurz mitteilen, was der Georg hier gemacht hat oder was wir von dem Georg lernen können. Erstmal, ich mache einen Schlag vor und seine Bewegung sah ungefähr so aus. Was man bei dem Georg sah, ist, dass er sehr still und ruhig geblieben ist. Und das ist eine sehr gute Methode, am Anfang aus dem Bunker zu kommen. Was beim Bunkerschlag verlangt wird, ist Genauigkeit. Wenn das mein Ball ist, möchte ich 3 bis 4 Zentimeter dahinter aufkommen. Nicht davor, nicht danach. Und dann ist es klar, dass ich so still wie möglich bleibe und so genau wie möglich schwinge. So, nächstes Mal, wenn du im Bunker bist, gucke, dass du relativ breit stehst, die Hände relativ tief, gucke sehr genau auf einen Punkt, winkel ein bisschen beim Aussollen ab, mach eine ganz leichte Verlagerung nach links, wie bei einem normalen Golfschwung, treffe diesen Punkt da. Und sehr wichtig, in diesem Moment möchtest du, dass der Schlägerkopf noch nicht die Hände überholt hat. Das ist, was der Georg gedacht hat. Er hat gedacht, mein Griff muss im Treffmoment leicht vor dem Schlägerkopf sein. Und so hat er diesen Fehler vermieden. Er hat auch verstanden, dass es notwendig ist, dabei das Gewicht nach links zu verlagern, und dann traf er mit ziemlich wenig Aufwand den Punkt. Und der Ball ist plötzlich hochgeflogen und er war sehr, sehr glücklich. Okay, so Genauigkeit, den Punkt treffen, eine leichte Verlagerung nach links, und du wirst auch Spaß im Bunker haben. Nimm dir aber Zeit. Das wird vielleicht nicht beim ersten Versuch klappen, aber ein paar Versuche, ein, zwei Erfolgserlebnisse, und du wirst auch wie Georg Spaß im Bunker haben. Tschüss. Machst du einen Probeschwung, schön breit stehen. Jawohl. Schön raus, eine Maschine jetzt.